Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Lost Place. Mit dabei ist auch der Friendly Fire. Er geht gerade in den Keller hier. Wie sieht's aus? Oh, du hast Taschenlampe mit, du hast vorgesorgt, okay. Ich habe für die Getränke gesorgt, ja. Was ist los? Okay. Erwartest du mal eben? Was ist los? Warte mal. Leuchten mal rein. Okay. Okay, so sehr sieht man es halt nicht. Okay, da ist was. Ja, man sieht es halt kaum. Warte mal. Oh, ist das widerlich. Warum widerlich? Ja, entschuldigt, dass man das jetzt hier kaum sieht. Bis gar nicht. Hier sind ja noch Rohre. Die sehen doch eigentlich sogar noch relativ intakt aus. Außer ein bisschen. Wir wollen aber auch gleich hoch. Es ist sogar noch Tag. Boah, gleich was bummeln. Hier sind drei Gebäude, ne? Also sehr viel zu tun. Ich glaube, wir gehen dann auch gleich wieder hoch. Hier ist überall Müll, Leute. Erste Etage vollkommen zugemüllt. Bis gleich. Okay, wir sind jetzt die Treppen hoch. Sieht ein bisschen aus wie eine Villa, wegen dem ganzen Marmor hier. Jetzt könnt ihr auch mehr sehen. Oh Gott. Natürlich überall Graffiti, so Schimmel. Heißt, wir müssen aufpassen, ne? Hier Schimmel. Pass auf, hier ist Schimmel, ne? Hier ist Toilette. Ja. Oh ja, und hier ist dieser Raum, wo man drin jemand gelebt hat. Komm mal her. Ich kann hier. Shampoo ist hier noch. Hier ist noch Shampoo, okay. Das ist sogar noch das uninteressante Gebäude. Also ich meine, es geht noch höher, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Die sollten nicht so laut sein. Ja. Ah, das System ist broken. Der steht hier überall an den Wänden, das sieht man halt kaum noch. Die Lost können ja noch nicht mal ein Satansterben machen. Lost vor. Ah. Du weißt schon, dass das jetzt ein Schutzsignal ist, ne? Wenn das jetzt, wenn die beiden nach oben zeigen würden oder unten. Ich hab da das ist ja so gesehen dieses Judensternzeichen. Das andere ist ja das Pentagramm. Aber das ist ja anders. Hier hieß ja die Toilette noch. Da hinten ist noch ein Raum. Schickst du mir vielleicht ein paar Bilder auf, ne? Ja, mach ich. Weil ich mag da kaum speichern. Ja. Okay. Hier war die Küche. Hier ist überall Schimmel, Leute. Für mich hier auch gar nicht so lang auf. Ja. Hä? Geht's noch? Ja, geht das vom Prinzip her, aber ich meine schon. Pass auf, hier Schimmel, ne? Seit ein paar Jahren. Ein paar Jahre, ja. Digga, komm her. Wir müssen hier schon links sinken, Geschwister. Der Boden sinkt da ein, ja. Wir sollten auch raus. Hier sind Hunde. Da wollten wir eigentlich noch gerade rein. Wir gucken gleich mal. Wartet. Okay, Leute, hier gehen wir nicht rein. Wir gehen dort hinten rein. Wir sind jetzt hier hinten durch den Zaun. Ich würde auch sagen, wir treffen uns da hinten. Da gehen wir jetzt nicht rein, das ist uns jetzt so riskant, weil da hinten Musik ist und wir haben Befürchtungen. Bis gleich. Lol, da ist ein Druck. Guck mal, was ist das? Was? Lol, okay, da gucken wir gleich nochmal. So, entweder wir gehen jetzt da rein, also da gucken wir jetzt, sonst wäre da aber noch ein Fenster. Wir haben da gerade noch irgendwas gefunden, was ist das? Hä? Was? Pfeiler. Pfeiler, okay. Ja, bis gleich, Leute. Okay, Leute, ich glaube und er auch, das sind Pfeiler. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Wir haben da hinten jetzt einen Eingang gefunden. So, wir. Da ist sogar die Tür auf. Okay. Freut mich. Oh, jetzt kann ich wieder ein bisschen entspannen, man uns jetzt gar nicht mehr sehen kann gleich. Gut, wir sehen uns nochmal drin. So Leute, wir sind drin. Und ich muss sagen, es ist noch geiler als auf den Bildern. Ich finde es richtig nice. Ich zitter halt nur ein bisschen. Entschuldigt Leute für das Zittern. Aber das ist richtig geil hier. Junge. Natürlich ist ein bisschen kacke beleuchtet, aber bei uns sieht das eigentlich besser aus.
Junge, vor allem, wenn ihr mal guckt, ja, jetzt hier mal gucken, und da hinten ist sogar noch schon Bäume, die da rausragen. Also, es ist atemberaubend, ja. Ich lasse es noch mal ein bisschen auf mich wirken. Ja, warte. Was ist los? Das Ding geht auf. Okay, wartet mal, Leute. Also, hier hinten sind ein paar Schränke, ein bisschen ganz viel alte Zeitung. Vielleicht findet ihr ja irgendein Datum. Irgendwas mit der Bild, ja, egal. lange Aufmerksamkeitsspanne. Hier sind natürlich noch ein paar Behälter. Und trotzdem entschuldige mich nochmal wegen der Audio. Oh, hier läuft das sogar schon aus, ne? Okay. So, jetzt seht ihr es vielleicht besser. Der Frankie Fire ist schon hier reingegangen. So. Gehen wir hinterher. Ich mach mal eben Licht an, Leute. So, jetzt ist Licht an. Hier sind überall, also ich muss mich halt dafür nähern, ne? Hier sind überall irgendwelche Lagerdinger, da hinten auch. Ich habe halt jetzt keine Taschenlampe mit, nur die Handy-Taschenlampe, die ist ja, wie ihr wisst, ein bisschen scheiße. Automaten-Pooling. Okay, das geht auch hier hinten. Hier hinten sind nochmal Rohre. Hier sind sogar die Elektroleitungen. Wichtig ist mir ja auch, dass wir hier eigentlich nichts kaputt machen. Das war sehr laut. Ich muss besser aufpassen. Hier geht noch eine Treppe hoch. Aber warte mal, ich mache wieder Licht aus. Ey, der ist jetzt wirklich hochgerusht. Hier geht nicht weiter hoch. Da ist einfach, er ist einfach so da hochgeklettert. Krass. Was ist da oben? Hier stinkt es wie Scheiße, okay. Was? Was geht da? Sieht aus wie ein Brand. Ich glaube, hier hat sie auch gebrannt. Es war ja ein leergestehenes Gebäude. Wer hätte es erwartet, sonst wäre es ja kein Lost Place. Aber ich meine, die sind ja auch irgendwie pleite gegangen. Ich meine, da gab es irgendwas wie einen Brand, habe ich gehört. Naja, werden wir sehen, ob wir da noch weitere Brandspuren finden. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas wie ob ihr wisst, was hier passiert ist, wenn ihr die Location kennt. So, Leute, jetzt geht's ja mal hier rein. Hier hinten sind sogar noch so eine Schockluke. wir versuchen da jetzt mal durchzugehen. Kannst du mir eben aufhalten? Hallo? Hältst du mir eben auf? Danke. Die ist sogar nur aus Plastik gewesen. Ich mach mal ganz kurz wieder. Na, wohl, wir gehen doch erstmal da rein. Kann ich das Licht anlassen? Natürlich überall Graffiti, wie auch zu erwarten. Ja, was ist? Junge, ist das gruselig, diese... Wasser. Da unten ist Wasser. Und lass mich mal gucken. Da ist zwar Wasser, aber alles zu. Mensch, wie siehst du das? Ja, warte mal. Hä? Aber wie kann das sein? Überall Schienen. Aber wenn hier im Zug, das sind so richtige Zugschienen. Ja, ja. Vielleicht war da auch irgendein Abstellding oder so. Hier ist nochmal ein riesiges Tor. Ich liebe diesen Ort, Leute. Also einen Fußballplatz zu besuchen. Der ist jetzt übrigens schon abgerissen. Also wir hatten nochmal Glück, dass wir da hingegangen sind, ne? Frankly Fire. Wir hatten Glück, dass wir da noch vorher hingegangen sind mit einem Fußballplatz. Jedenfalls, Fußballplatz ist eine Sache. Drei Gebäude, wovon jetzt ja das zweite hier ist, mit einer Fabrik, ist eine andere Sache. Also ich finde es sehr atemberaubend. Also richtig, richtig geil. Beim nächsten Mal versuche ich auch mal eine Taschenlampe zu hängen. Ich habe jetzt nur keine gefunden, entschuldigt Leute. Hoffentlich geht das trotzdem. Ich sollte mich weniger entschuldigen, ich sollte das einfach akzeptieren. Spaß, Leute. Wir sehen uns gleich.
So, Leute, das ist das Werk. Oh, ja, hier sind Vögel, hier ist über Vogelscheiße. Das ist das Werk eines Kupfersucher, eines Räubers. Ich finde solche Leute scheiße, die in Lost Place alles auseinanderreißen, entweder aus Spaß oder nur, um an Kupfer oder andere wertvolle Materialien zu kommen, die man beim Schrotthändler leicht zu Geld machen kann. Finde ich eigentlich kacke. Also macht das nicht. Und wenn man, am besten macht sowas nicht nach, aber wenn, dann müsst ihr halt wirklich hart aufpassen. Es kann hier überall jederzeit was passieren. Deswegen habe ich auch den Friendly Fire dabei. So, hier sind nochmal irgendwelche, oh, da geht es nochmal runter, also einmal auf die andere Seite. Hier sind nochmal irgendwelche Werkbänke. Auch wieder überall Kabel. Ja, ist aber schon leer geräumt. So, da hinten auch und auch da hinten sind welche. So, das ist nochmal das Abteil. Nee, ich weiß jetzt nicht, wo das früher herkam, also was das früher war. Ich vermute am Namen, dass es irgendwie entweder Elektronik so ist oder irgendwas mit einem Auto zu tun hatte. So, ich kann ja noch eine draußen Aufnahme später machen, wer es errät, wo es ist. Kann ja auch mal reinschreiben, warum das hier alles leer steht und was es war und so. Wäre sehr nett. So. Ja, da hinten geht es auch nochmal hoch. Okay. Es wird jetzt auch langsam immer dunkler. Schnell, aber auch. So. Jetzt gehen wir die Treppe, die wir am Anfang des Videos, noch am Anfang, als wir hier betreten haben, schon erwähnt haben. Das ist so ein Kontrollgebäude. Boden ist auch sicher. Man kann hier halt so hier rausgucken. Ist jetzt halt ein bisschen dunkel, Leute. Ich kann ja gleich nochmal so Bilder machen. Denn es ist hier so ein... Ey, guck mal, das ist eine Landkarte. Oh, hier ist Wahunder. Ja, hier ist alles eingestürzt, Leute. Hier ist alles eingestürzt. Friendly Fire. Friendly Fire. Der ist schon nach ganz hinten gegangen. Hier ist jedenfalls noch so eine Karte von der Gegend. Boah, was geht denn hier ab? Hier liegt noch jeglicher Scheiß. Ich weiß nicht. Hat das irgendwas zu tun, dass das hier verlassen ist, oder ist es einfach eingebrochen? So, ich komm mal. Jedenfalls ist hier noch ein Gang, wo Technik war. Hier ist sogar noch eine Platte. Sag mal, ob das irgendwas vom PC her ist. Das hier ist auf jeden Fall so von Zivolöten. Ja. Oh, welche Droste. Ey, wer kann sowas denn loswerden lassen? Okay, jetzt ist es ja unbrauchbar, aber es ist Leder, Leute. Es ist Leder. Die Umweltleute würden jetzt sagen, schämt euch. Außer es ist natürlich Kunstleder. Da geht's auch noch tief runter. Und wir gehen halt noch gleich noch weiter nach hinten. Aber gebt euch mal die Sache. Wartet. Leute, gebt euch diese Schönheit. Alter. Hier sind ja schon die Bäume hier durchgewachsen. Hoffentlich seht ihr es. Und hier ist das halt schon alles eingebrochen. Alles eingebrochen, okay. Ich gehe mal hier weiter. Oh. Okay, ich dachte schon, du willst mich jetzt pranken oder so. Hier ist komplett die Wand offen. Da hinten geht es auch nochmal weiter. Ich sehe, dass er jetzt wirklich kaum schuldigt. Und er ist irgendwo hier drin. Hier geht es noch ein Fenster. Okay, dann müsste es ja relativ hell sein. Ich komme mal rein.
Oh, ganz viele Akten. Sehr viele Akten. Mach mal Licht. Jetzt seht ihr es besser. Sehr viele Akten. Sogar noch eine leere Flasche von irgendwas. Und irgendwelche Daten, ganz viel Zeug. Und da ist es, da sieht alles auf. Ist schon heftig. So Leute, hier ist die komplette Decke eingerissen. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen. Die komplette Decke ist rauf. Schon heftig. Also, ihr merkt, glaube ich, meine Faszination an diesem Teil. Und, was ist da? Wasser? Ja, Wassereinbruch. Was? Fußabdrücke. Okay. Sind aber keine nassen, ne? Ja, okay, wer weiß, vielleicht ist das Schmieröl und das. Hier, Lux. Was? Lux oder. Ja, Fußspuren. Okay, Leute, wir machen uns jetzt langsam mal auf den Heimweg. Wir gucken nochmal, ob wir vielleicht noch mal irgendwas nachgucken, aber sonst würde ich auch. Also hier waren ja auch noch ein paar Eulen, was ja beim Lost Place nicht unüblich ist. Entweder Eulen oder Fledermäuse. Hm. Was ist denn da los? Okay. Wollen die Fledermäuse jetzt auch nicht so schnell stören? Entschuldigt Leute, dass ihr jetzt wirklich wahrscheinlich kaum was seht. Aber hier ist eine Eule und die wollen wir jetzt auch nicht stören. Hier unten auf dem Boden ist halt überall Sand. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich gucke gerade in die Kamera und sehe, man sieht hier null. Ich gehe nochmal da oben hin zum Friendly Fire. Da geht es auch raus. Ich glaube, da gehen wir dann auch gleich raus, ne? Friendly Fire. Gehen wir da wahrscheinlich auch gleich raus. So, ich gehe jetzt jedenfalls hier hoch. Ja, Quali ist jetzt gerade echt scheiße. Das kann ich richtig fixieren wegen dem ganzen Staub hier. So, hier ist einerseits ein toter Kaktus. Also jetzt. Macht doch mal, wartet. So, jetzt. Ja. Wenn der Kaktus tot ist, dann dauert es echt. So, ich decke jetzt auch nochmal raus. Wieder überall Akten und ein halb runtergefallener Schrank. Hier sind auch noch ganz viele andere Pflanzen, ne? Nein. Da hinten sind noch ganz viele dieser Aufbewahrungsdinger. Ich gehe jetzt mal wieder runter. So, diese Dinger meinte ich halt. Hier sind auch kaum noch Sachen. Aber hier sind noch ganz viele Beschriftungen, ne? Worte. Zu ist. Warte, warte mal, Leute. Fixier-Ding, ja. Aha. Stück 1. Auftreiber. Das zieht sich ja alles hinten lang. Da hinten sind doch leere Boxen. Ups. Ey, so. Boah. Überall sind halt diese Zettel, die hier liegen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Die hier liegen. Kunstharz. Bleimenniege. Okay. Hier sind so viele Splitter auf dem Boden, dass hier alles glitzert. So. Und hier ist irgendwie Schaumstoff. Oder irgendwelche Verpackungen halt. Hier glitzert es echt. Und wie ist es? Was ist? Ich meine, da kriegst du deine Lungenschmerzen des Todes. Okay, dann gehe ich da hinten nicht hin. Er meinte da hinten
kriegt man irgendwie übelst Lungenschmerzen. Also ist die Luft da hinten ist nicht geil, okay. So. Aber schon heftig. Warum ist der immer noch Licht an? Jedenfalls, man merkt den Luftunterschied auch richtig hart. Wir sind jetzt da raus. Ja? Ist die gleiche, der gleiche Ausgang? Ja, okay. Jetzt seht ihr auch schon, es wird auch langsam echt hart dunkel. Wir machen es dann auch bald mal wieder auf dem Heimweg. Ja. Wir gucken weiter. Ich sage euch Bescheid, wenn noch was Interessantes kommt. So. Ab geht's nach Hause. Wir haben uns dazu entschlossen, das dritte Gebäude da hinten nicht mehr zu machen. Und irgendwie geht die Kamera immer noch mit Licht an. Wir haben ja halt jetzt das Gebäude dort und das da hinten gemacht. Und ich habe, ja, das reicht auch, da hier ein Auto vorbeigefahren ist. Und das hätte uns wirklich sehen können. Ich weiß nicht, ob das den dann interessiert oder nicht. Aber das dritte Gebäude machen wir ein anderes Mal. Da kommt vielleicht sonst noch mal irgendwann, in ein paar Monaten kann es dauern, noch ein zweiter Teil, wo wir das eine Gebäude da abgehen. Ja. Ja, irgendwie wird immer noch Energie hier Lampe gemacht. Entschuldigt. Ja, wir haben uns wirklich dazu entschlossen, das Gebäude nicht zu machen. Das sieht sehr kaputt aus. Und wir wollen da auch nicht unseren Kragen jetzt drauf riskieren. Auch weil es den Friendly Fire jetzt ein bisschen beunruhigt, dass der eine Typ uns so vielleicht gesehen hat. Naja. So Leute, wir haben uns jetzt vom Lost Place entfernt. Ich fand es sehr schön. War ein echt großes Fabrikgebäude. Ja. Das war's dann jetzt auch. Lasst mal ein Abo da. Ihr könnt ja auch mal einer meiner Let's Plays gucken und ja, wenn ihr hier klickt, kommt das vorherige Fußballplatz-Video. Das Fußballplatz Lost Place. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.